Birgit Reitbauer ist bei uns vom berühmten Restaurant Steirereck in Wien. Schön, dass Sie bei uns sind. Die Silvesterregel sagt jetzt, in der Gastronomie und in der Hotellerie ist zu Silvester um 22 Uhr Schluss. Der Aufschrei ist groß. Was bedeutet denn das konkret für Ihr Restaurant? Ja, das, was es für viele andere auch heißt. Es hat stornos geraschelt, weil natürlich verständlicherweise die Gäste auch sagen, um 22 Uhr will ich an dem schönen Feiertag, wo man eigentlich das alte Jahr begießt und das sich aufs neue Jahr freut und mit vielen guten Vorsätzen ins neue Jahr geht, möchte ich eigentlich nicht um 22 Uhr nach Hause gehen müssen. Und das, was vermutbar ist und was wir alle glauben, ist natürlich, dass sich dann einfach alles in den privaten Bereich zieht und die Gastronomie oder Hotellerie auch einfach durch die Finger schaut. Ja, das also ist ja die Dramatik dabei. Wien hat ja eine sehr, sehr gute Buchungslage gezeigt in der Hotellerie und in der Gastronomie. Und das ist jetzt natürlich durch massive Stornos 40% beeinträchtigt. Also wir haben ja jetzt ein wahnsinnig gutes Geschäft während der Feiertage. Auch wenn 22 Uhr Sperrstunde ist, wir sind ausgebucht, wir sind voll, die Gäste verstehen, sie kommen um 5, 5:30. Das ist für die, die nehmen alles in Kauf. Aber Silvester ist ein Tag, da will man einfach ins neue Jahr feiern und da will man nicht dann daheim auf der Couch sitzen und sich selbst die Flasche Sekt aufmachen, sondern das möchte man im Lokal tun. Und das ist halt einfach wirklich extrem bitter und sehr, sehr bedauerlich. Mhm. Aber es ist halt, wissen Sie, wir müssen halt planen, wir müssen Produkte einkaufen. Gerade in der Weihnachtszeit ist ja die Vorbestellung essentiell, damit man überhaupt zur richtigen, guten Ware kommt. Und wenn es dann heißt, jetzt fallen plötzlich 40% weg, das ist halt, da geht es wirklich ans Finanzielle und ans Eingemachte. Ja. Und wir sind es auch inzwischen leid zu jammern. Wir wollen das nicht. Wir wollen einfach offen halten können. Wir erfüllen alles in unserem Lokal und auch in der Hotellerie. Sprechen wir von ausschließlich 2G. Internationaler Gast, alles 2G. Also wir reden da von keiner nahbaren Gefährdung. Und ich glaube, es ist ja auch so, dass man dieses kontrollierte Platznehmen in der Gastronomie und Hotellerie, dieses kontrollierte, überschaubare Feiern, ja, das ist ja viel kontrollierter und besser geht es ja gar nicht. Und eines müssen wir uns ganz klar, oder dem müssen wir ganz klar ins Auge sehen, der Gast lässt sich ja nicht vom Feiern abhalten, dann feiert er halt woanders. Dieses kontrollierte, überschaubare Feiern, ja, besser geht es ja gar nicht und besser geht es ja gar nicht und besser geht es ja gar nicht und auch sehr konsequent, nein, das ist einfach so eine Verordnung und warum muss ich jetzt riskieren, gestraft zu werden, wenn die Vorgabe so ist und unsere Gäste, muss ich wirklich sagen, sind ja da unfassbar leidensfähig, leidensfähig, leidensfähig. Glaube ich, oder 22:10 schalten wir das Licht ab. Verstehe. Hat es bei Ihnen schon mal Kontrollen gegeben im Restaurant? Bis dato noch nicht, aber der Stadtpark ist ja ein doch gut kontrollierter Bereich. Also wir haben ja immer wieder laufend Polizei, die durchfährt. Und daher, wir wollen das auch nicht riskieren. Warum soll ich mich aus dem Fenster lehnen? Mhm. Es ist eine Verordnung, an die halte ich mich und das ist halt so. Ja, und wie einige Wissenschaftler schon gesagt haben, hält es ja tatsächlich nicht von der Ansteckung ab, weil der Gros der Ansteckungen ist ja tatsächlich im Privatbereich, nicht in dem kontrollierten Umfeld von Hotellerie, Gastronomie. Sie müssen um 22 Uhr aufs Zimmer gehen. Ich meine, es ist ja auch vieles nicht ganz logisch in der Folge. Womit rechnen Sie? Wie lange wird es diese vorgezogene Sperrstunde für 22 Uhr geben? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Das ist einfach das Oblig. Das wird sicher sich anhand der Zahlen ergeben oder anhand der Infektionen, die jetzt wahrscheinlich nach der Weihnachtstage wieder aufkommen durch die neue Variante. Es gibt ja eben schon die Gerüchte, dass es im Jänner zu einem erneuten Lockdown für alle kommen wird. Haben Sie da schon Informationen dazu? Nein, wir haben keine Informationen. Klar, entlassen wir wieder die Intensivstationen und klar ist das Gesundheitssystem wieder entlastet. Und wir sind die Letzten, die nicht die Gesundheit und die Menschen, die dafür arbeiten, zutiefst bewundern. Das muss ich auch sagen. Ich finde es ja unglaublich, dass inzwischen Menschen auf Krankenstationen angefeindet werden, die das Leben von anderen retten. Das finde ich ja also zutiefst unmenschlich und furchtbar. Und das steht absolut im Vordergrund. Ja. Ist einfach, die Mitarbeiter sind inzwischen wirklich, wirklich frustriert. Und das ist ja gerade das Schlechteste, wenn ich in einer Dienstleistungsbranche, wo eigentlich die Freude an der Arbeit, wo die Freude am Betreuen des Gastes im Vordergrund stehen sollte, eigentlich jeder schon inzwischen sich denkt, pff,
Tue ich mir das noch an oder wie lange tue ich mir das noch an? Wir haben Walter Veit gesprochen, er ist der Vizepräsident von der Österreichischen Hoteliervereinigung und hat auch gemeint, er würde gern mal mit ihm sprechen, aber es ist scheinbar kein Durchkommen. Erleben Sie Ähnliches? Wir haben das Gespräch mit ihm noch nicht gesucht oder wir suchen das auch nicht. Ja. Da gibt es Vertreter unserer Branche, die das hoffentlich und mit Sicherheit tun und sich einfach einmal die andere Seite anhören. Ja. Wie stehen Sie denn zu Protestaktionen? Soll es da irgendetwas geben von der Gastronomie in nächster Zeit, um da wirklich auf das nochmal aufmerksam zu machen? Ja, ich glaube, wir haben genug Stimmen, die da auch die Meinung kundtun. Und wie man an den letzten Protestaktionen der anderen Seite gesehen hat, artet das ja auch sehr oft dann in Situationen aus, die, glaube ich, keiner von uns möchte. Also ich glaube, wir protestieren mit den Stimmen, die wir haben. Ja, und hoffen natürlich, dass da ein bisschen was auf fruchtbaren Boden fällt. Glauben Sie, dass es Restaurants und Lokale gibt, wo dann im Hinterzimmer weitergefeiert wird nach 22 Uhr?